Ja, schönen Sonntag und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Xmas Season 2022. Ich freue mich auf eine wunderbare Folge mit Musikerinnen und Musikern aus Österreich und jede Menge guter Gespräche und guter Musik. Schön, dass ihr da seid. Los geht's! Willkommen in der Küche, gell? Wir haben die Ehre, heute zu backen. Mhm. Kannst du backen? Nein. Super. Kannst du backen? Ich habe mich eigentlich auf dich verlassen. Ich meine, ich kann schon backen, aber jetzt Kekse nicht, gell? Dann passt's. Aber dann müssen wir ein bisschen YouTuben. YouTuben. Wir haben einmal Mehl. Zucker. Butter. Braucht man nicht ein Ei, ja? Butter, Ei hätten wir auch. Aber ich glaube, wir brauchen kein Ei. Weil die Crew hat mich nur das hingestellt. Also, wir müssen mit dem auskommen. Ich würde mal sagen, wir mischen das einfach mal irgendwie zusammen. Genau. In irgendeinen Behälter rein. Wie viel Mehl hast du gesagt? 225 Gramm Weizenmehl. Okay. Hast du so ein Waage? Ja, das machen wir noch ein Auge, oder? Du, schau, wir kennen das ja, da sind 1000 Gramm drin. Dann tun wir so ungefähr ein Viertel ein bisschen mehr. Ein Viertel und das passt schon. Was nehmen wir da für eine? Nehmen wir die größte. Machen wir viel Gaude. Okay. Mal so, ich würde das so mal einschätzen. Setz das du mal ein. Du, Berenice. Ja. Wie geht's dir? Gut. Gut, und dir? Super. Ich bin eigentlich da heute hergekommen zum ersten Mal Kekse backen. Ist das dein erstes Mal auch? Ja. Na super. Ich tue sonst immer nur das Dekorieren, das in Schoko reindunken und dann bestreuen. Genau, die Schoko haben wir wieder nicht. Habe ich gesagt, das sollen wir kaufen. Haben wir wieder nichts dabei. Dabei hätte es mich heute am Schokolade gelust. Gott sei Dank habe ich die heute eingeladen. Gell? Weil sonst. Wieso die das sowieso gar nicht, was ich da tue? Bald habe ich meine eigene Fernsehshow, Berenice backt. Ah! Dann lade ich die ein. In Österreich gibt es das aber, glaube ich, gar nicht, oder? Nein. So, Backsendung. Nein, ich glaube nicht, oder? Nein, ich glaube, die kochen immer nur. Das sind 250. Da müssen wir schön viel nehmen. Ich schätze mal, wenn wir da so fahren, wird das schon passen. Mehr. Mehr? Mhm. Wenn du sagst mehr, dann nehmen wir mehr. Ich würde so sagen, so das Dreiviertel des ungefähr da. Ja, dann schicke. Ja, das ist gut, gell? Ihr siehst, ich habe ja gewusst, dass wir das schaffen. Man kann nie genug Butter haben, finde ich. Also uns zuschauen beim Keks. Schau, die Regie. Danke an die Regie, wir haben jetzt ein Messer gekriegt. Jetzt, wenn es spät ist. Aber ich tue das jetzt ein bisschen so klein machen. Du da war da einen Zug rein. Mhm. Das war super, ich weiß nicht wie viel. Du fängst du mal an zum Kneten? Was soll ich da? Ich knete. Weil du bei deinen Fingern tun wir nichts. Nein, ich knete gern, aber ich will Ringe runter tun, weil sonst ist es irgendwie grauslich, das wenn ich das mache. Außer du hast Handschuhe. Irgendwie kommt mir vor, dass wir da zu viel mehr haben. Aber ich muss dir sagen, ja, das ist mein erstes Mal. Ich habe noch nie einen Teig gemacht. Ja, ne. Und wo knetest du dann? Mit Plastilin oder so. Alles klar. Ich hab nicht gewusst, du warst auf einer Musical-Akademie. Mhm. In Graz. Hast du schon mal ein Musical gespielt? Nein, weil ich bin eigentlich direkt nach der Ausbildung zum Andreas Gavalier in die Band gekommen. Das heißt, wie kommt man da hin, bitte? Ich war in Oberdauern, Fuß. Ah, so, meine Damen und Herren, fangen die besten Geschichten an. Genau. Ja, nein, das ja, okay. Ist einfach so gewesen. Ich habe mich am Fußgehen kennengelernt. Mhm. Und dann, aber vorsingen hast du dann schon müssen. Natürlich, ja. Ich habe dann einfach gesungen und meine Freundin war schon so tut zu, dass die ganze Zeit irgendwie so gemeint hat. Du hast vorgesungen? Alles klar, okay. Nein, ich habe schon einmal professionell vorgesungen, aber sie hat quasi mit einigen Promillen Werbung für mich gemacht und es hat funktioniert. Ich habe dann wirklich vorsingen kommen dürfen. Und dann. Ja, wie lange bist du da jetzt schon? Wann waren das? 5 Jahre, glaube ich. 5 Jahre? Okay. Schau. Aha. Ich kann das doch. Wie dick müssen wir das machen? Das steht nicht im Rezept, ne? So passt schon, wir machen einen riesengroßen allgemeinen Keks. Nein, ich hab da sogar noch Formel mit zum Ausstechen, so ist nicht. Mhm. Wir sind vorbereitet. Aber warte, weil du das machst, dann hole ich
das Backblech schon. Ja, sind ein bisschen dick, aber. Ja. Es ist ein Vorzeigekeks. Ist es besser. No, da hat man mehr davon, ne? So. Scherz dich da festhalten. Mhm. Das ist wirklich. Also backen ist Arbeit, das sage ich. Das ist nichts Vergnügen. Aber so. Wir schieben das jetzt rein. Das passt. Und wenn die Hitten abbrennt. Dann wollen es wir nicht. Nein. Das passt jetzt eh ganz gut, weil wenn wir das einschieben, dann können wir dabei aufgehen in die Stube und ich habe ein Spül vorbereitet für dich. Herzlich willkommen zum Spiel Emoji-Ratner. Berenice, du hast gesagt, du hast die Folgen vom vorigen Jahr schon gesehen ein bisschen. Mhm. Das heißt, du kennst die aus. Wir kriegen da einblendet Emojis. Ja. Die sollten im besten Fall einen Weihnachtssong ergeben. Wenn du glaubst, du weißt den Song, dann nicht so fest wie ich. Man muss ihn ein bisschen mit Gefühlen behandeln, auf die Hand. Mhm. Du sagst das, kriegst einen Punkt, wenn es richtig ist. Wenn es nicht richtig ist, bist du ausgeschieden. Mhm. Dann dürfte ich, bin ich dran und kann mir Zeit lassen bis zum geht nicht mehr. Bis zum geht nicht mehr nicht, weil irgendwann müssen wir eine Entscheidung fällen. Wie viel gibt's? Wir machen auf drei Gewonnene. So, ja. Drei also, Gewonnene. Du musst dreimal gewinnen oder ich dreimal. Okay. Alles Gute. Alles Gute. Du bist so mein Gast, aber ein bisschen muss ich schon aufhören. Also den ersten schenke ich meistens her, muss ich sagen. Ich bin nervös. Macht nichts. Wir starten eine. Passt. Regie, bitte. Stille Nacht. Aber das ist mein Nico, Mann. Nicht? So, über so. Einen Klaus irgendwie denkst. Ja, ich werde was. Voriges Jahr, ich habe, glaube ich, hab ich jedes verloren. Ich habe, glaube ich, fast alles verloren, bis auf eins. Ich muss alles auch gut kennen. Oh. Ich weiß es nicht, aber ist eh gut. Silent Night, wir spielen heute Silent Night. Ja, wir spielen heute noch Silent Night. Also, der war aufgeregt. So spielen, von der Regie. Lob an die Regie. Bist du bereit? Ja. Passt. Also, Ich hab eine Tendenz, aber du bist mein Gast. Ich helfe dir ein bisschen. Das da ist. Silent Snowflake gibt's nicht, aber das würde ich jetzt sagen. Nein, es ist ein deutsches. Das da heißt leise. Rieselt der Schnee. Ja, genau. Danke, du bist echt ein Gentleman. Bitte, bitte. Rocking Around the Christmas Tree. Das hätte ich jetzt eine Sekunde später angewusst. Ja, siehst du, man kommt bei einem. Man kommt bei einem. Das sind 2-1. Au weh! 2-1. Ich muss noch einen richtig oder. Mhm. Also, du musst jetzt eigentlich richtig liegen. Sonst ist das Spiel vorbei. Du kannst drück drüber legen, die Hand schon. Gehen wir? Mal einen Milkshake bringen soll, aber ich hab auch nicht. Was ist denn das? Ah, ich weiß es jetzt. Ich weiß es. Dann sag's, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht, aber nein. Du wolltest hauen. Ich hab mir gedacht, Gläs ab, aber das skaliert. Ja, aber ab stimmt. Irgendwas mit ab, ja. Aber, davor aber ich ist weiß, was anderes. Dass es ein Sierlied ist. Nein. Der hat nicht. Irgendwas mit ab. Ja, aber es ist kein Sierlied, es ist ein. Shake it up. Du bist selber schuld, wenn du es nicht rufst. So, 2-2, jetzt hilf ich dir Sicherheit. Okay, okay, passt. Jetzt kommt nämlich hundertprozentig irgendwas, was ich eh nicht weiß. Okay, okay. Regie, bitte ums letzte Emoji. Bah! Sag's. Jetzt bin ich aus dem Bild draußen, gell? Scheiße. It's the most beautiful time of the year. Mistletoe. Justin Bieber. Ah, ich muss mich hinsetzen. Mistletoe. Das ist zwar ein Fuß, ja, aber ich hab Mistletoe, hab ich gleich gewusst, eigentlich, wo habe ich zuerst an Balsam gedacht. Ich weiß nicht, von wem Balsam denke, wenn ich das Blatt da sehe. Nein, aber auf Mistletoe war ich nie gekommen. Nein. Also an den Zeichen hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber hat es dir Spaß gemacht? Es war cool. Ich würde es wirklich gerne noch weiterspielen, aber unsere Kekse. Aber leider, unsere Kekse sind, glaube ich, fertig und wir haben noch ein bisschen zu musizieren. Stimmt. Das heißt, ich glaube, wir packen es. Ja. Und gehen oben. Da. Schau, Augerl. Schau her, Augerl. Da, der schaut gut aus. Tu das mal weg, dass du es da herstellen hast. So, na warte, gerne dafür. Aufpassen, heiß und fettig. So,
Ich meine, ich bin zufrieden. Was soll man jetzt? Das gefällt mir ganz gut. Was soll man zu dem da sagen? Also mit ganz viel Staubzucker ja, kann man es essen. Okay. Es schmeckt zwar nicht so wirklich süß. Soll ich mich trauen an von Teig aus? Ich glaube nicht, dass man den. Ich glaube nicht, dass man den angreifen kann. X-Faktor, das ist unfassbar. Ja. Soll ich den kosten? Und? Ist halt ein anderer Keks. Ich würde sagen, Berenice Back, das ist ein Format, das hat Zukunftspotenzial. Ich finde auch, weil ja, solche speziellen Keks, die kriegst in Österreich. Nein, die kriegst du nicht. Aber ich glaube, wir lassen die Keks und gehen Richtung Bühne. Ich glaube, da kämen wir uns ein bisschen besser aus. Ja. Elisabeth, was ist dir lieber? Michael. Was ist dir lieber? Lilly, Elisabeth? Lilly. Lilly, Prost. Danke, dass du da bist. Ja, danke fürs Einladen. Was machst du da überhaupt? Ich spiele Klavier. Du spielst Klavier? Ja. Ich hoffe, ihr habt das eh schon gesehen. Unglaublich. Unglaubliche Pianistin. Wie gefällt es denn bei uns? Danke. Es ist super. Es ist wirklich lustig. Falls du mal die Möglichkeit habt, dort bei der Hütte falls, zu sein. Falls ihr mal eingeladen werdet. Mit super lieben Menschen. Ja. Falls ihr mal eingeladen werdet. Es ist super lustig. Du bist Pianistin, Vollzeit-Pianistin oder gibt es Projekte, du machst Projekte, auch singst du da ein bisschen? Ich singe ganz viel, ja.
Also ich studiere eigentlich nur Lehramt im Master und was? Musikerziehung. Musikerziehung. Und inklusive Pädagogik. Bist du eine strenge Lehrerin? Extrem. Na, kommt's aus, kommt's rein ins Spiel. Komm, ist ja kein Problem, geht's einmal durch. Jetzt hab ja. Ich schon jeder gehört. Ja, du hallo sagen. Ja, komm. Zieht aber, Tobi, zieh dir was Schönes an, eine Krawatte oder so. Und dann hol ich dich. Alles läuft. Geht's bei mir normal? Ja. Das stimmt allerdings. Das ist ein schon der Ding war. Wer? Ja, der Pulle. Er ist komisch hinten drinnen. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Ein Thomas in meinem Ohr. So. Konsti, Konstantin, Konsti. 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 Alles Gute. Schaut euch das an. Waffen! Ich sag nur Kanonen! Da müssen die Hosen ja fliegen, oder? Alle, aber ich hab leider eine Freundin. Das heißt leider. Ja, vielleicht schneiden wir es aus. Ich hab das bis wir ausschneiden. Ja, jetzt kannst du. Der ist mir jetzt absichtlich außer gut. Liebe Freunde vom Konsti, das war nicht ernst gemeint. Ich sehe mich schon auf der Hochzeit mit meiner Gitarre ein bisschen perfekt von den Schülern abzaubern. Na wirklich? Das wenn es so weit kommen soll, ja, bist du auf jeden Fall dabei. Ich spiele gratis für dich. Dann bist du auf jeden Fall. Es ist aber nicht umsonst, glaub mir nicht. Nein, Konsti, das war wunderschön mit dir. Das war jetzt einmal ein Stunt. Love was? Ich habe so ein Backerl drüber. So. Ja, da wären wir wieder. Da wären wir wieder. Ich sage einmal, ich habe es ja bis jetzt ziemlich einfach gehabt mit den ganzen Leuten, aber bei dir ist es ein bisschen schwieriger. Du bist ja eigentlich der Profi und ich bin da der Laie. Okay, du machst es schon sehr, sehr gut. Nein, hör auf. Du hast es meiner Meinung nach extrem super gemacht. Ja, danke schön. Ohne dich wäre das wahrscheinlich nicht so gewesen, wie es jetzt gekommen ist, weil... Jetzt übertreibst du ein bisschen. Nein, ist so. Das ist das. Na geh. Okay. Wie wenn es bei unseren Kekse haben eindeutig... Der Staubzucker irgendwas gefällt, du warst der Staubzucker bei der X-Men Season. Das ist sehr süß. Sehr süß. Also, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. So ein lieber Gastgeber. Also. Den habe ich mir nicht einmal aufgeschrieben, muss ich sagen. Es ist diese Position da in dem Stuhl ist so extrem gut. Ich kann einfach alles fragen. Ja? Und es kann keiner davonlaufen. Du musst natürlich nicht antworten, aber ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Ja, mich auch. Kannst du die ganzen Weihnachtslieder überhaupt noch hören? Ich muss wirklich sagen, es wird jetzt schwierig, Lieder auszusuchen, die noch nie vorkommen sind. Aber das ist wiederum kein Problem, weil wir so viele verschiedene Künstler, so viele verschiedene Arrangements, einmal mit Gitarre, mit Piano haben, dass man das, glaube ich, es ist immer eine komplett neue Interpretation, eine komplett neue Version. Ich glaube, ich weiß nicht, wie war es für dich? Für mich ist das immer so beeindruckend, wenn so viele gute Musiker von Haufen sind. Zum einen natürlich die Songs, die wir jetzt aufgenommen haben für die Folgen, sind mega geworden. Aber es ist auch einfach, wenn man am Abend zusammensitzt und es wird gejammt, das und, hört sich halt einfach immer Bombe an. Und bis auf dann, wenn dann gewisse die Leute, Personen anfangen zu singen, die glauben, sie kennen es, aber halt erst nach den 14 Glühwein sie trauen. Aber Entschuldige, ich zähle mich da jetzt auch dazu, aber nein, no offense aber taken. Thomas, ich will jetzt deinen Spitznamen nicht sagen. Könnt ihr das vorstellen, mit dem zusammenarbeiten? Erst Tom. Ja, Entschuldigung, ich geh zurück. Tut mir leid, ich bin so ein Locker. Jetzt habe ich ganz klassische Augen, die denken, ja, ich bin Angst. Wir weinen nicht. Wir sind Männer. Thomas, danke, dass du da bist. Danke. Eins, zwei, drei, vier. Normalerweise sitzt der Thomas da unten irgendwo. Und ich rede dann immer eigentlich so mit ihm. Thomas, hörst du mich? Eins, zwei, geht's. Es bläht eine, dass mir die Ohren bluten, aber ja. Na, hör auf. Ja, du musst einpegeln. Das ist dein Job, ne? Du machst es echt traumhaft. Und danke. Ich muss sagen, auch die ganzen Künstler, top zufrieden. Auch die, das ist für einen Laien natürlich nicht vorstellbar, was für Technik dahinter steckt, dass wir eigentlich da sitzen oder dass wir wandern gehen und wir nehmen da Ton, alles etc. drauf oder wir spülen unten zu viert oder zu dritt. Und das muss einfach abgenommen werden. Und ohne dich, du bist unser Tonmaster, wird das alles nicht gehen. Aber
Danke. Seit wann machst du das? Hobbymäßig, glaube ich, seit 13 Jahren. Und die, aber mittlerweile jetzt hast du dich selbstständig gemacht, gell? Richtig, ja. Und ich sehe schon wieder das Lachen schon wieder so geschissen. Entschuldigung, ich bin ein sehr fröhlicher Mensch, das wirst du ja mitkriegen. Ja, ich weiß, ja. Nein, es ist so allgemein eine sehr fröhliche Gruppe. Ja, es ist eine sehr fröhliche Gruppe. Wir haben natürlich gesellige Abende gefeiert, gell? Das muss man schon sagen. Es ist wirklich sehr lustig. Man lernt sehr viele nette Menschen kennen. Das hast du natürlich du gesagt. Ist auch so, es ist so. Es und weil du gesagt hast, dass man so viele nette Menschen kennengelernt hat, habe ich jetzt noch eine Frage für dich. Nein, da muss ich nachschauen für dich. Ah, okay. Wir haben ja. Du, Pascal, Prost, zum Wohl ist der erste heute, oder? Das ist mein erster Glühwein heute. ja. Ich muss wirklich sagen, du bist da der Organisator, der Manager, hast das alles tiptop gemacht. Aber was mich noch mehr beeindruckt, du bist derjenige, der als letzter schlafen geht, vielleicht ein bisschen was getrunken hat, ganz ein bisschen, aber als erster aufsteht, oder? Also ja, wie macht man das? Ist schon ein Grundphänomen. Ja, ich kann es auch nicht sagen. Ich glaube, das ist einfach ein jahrelanges Training gewesen. Du bist aber nicht der Kuhglockenläuter, oder? Nein, das bin ich. Bist nicht? Nicht bewusst zumindest. Also, nicht bewusst. Nein, ich weiß, wer es ist. Also, ich bin sicher nicht. Okay. Es gibt jemanden in der Runde im Haus, der die Leute um 2-3 in der Früh aufweckt. Was ich noch gerne ansprechen würde jetzt, ja. Ist schon eine Frage an dich oder an uns in dem Sinn. Ja. Wir machen das zweite Jahr jetzt, aber was soll das Ganze sein? Wir bringen natürlich Qualität, Qualitätsmusik. Qualitätsweihnachtsmusik, weil heuer zum ersten Mal könnt ihr nicht nur da in der Folge das anhören, sondern ihr könnt es auf Spotify, auf iTunes, ihr könnt es kaufen, anhören und beim Kekselbacken oder wenn es euch taugt, wurscht, immer anhören. Natürlich, wer Weihnachtsmusik mag, das gibt es wahrscheinlich viele. Und ich persönlich habe es einfach satt, immer die gleichen Versionen zu hören. Ich finde es einfach super, dass da Musiker zusammenkommen und Weihnachtslieder neu interpretieren und nicht immer die gleichen Schinken, die man Last Christmas tausendmal schon die gleiche Version gehört hat. Das hat was. Und zusätzlich, du lernst die Leute kennen, wie man gerade. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ziemlich alles genau auf den Punkt gebracht, was du gesagt hast, was das Ganze ist. Und eben auch dieser Spaßfaktor an dem ganzen Wochenende. Weil es ist doch einmal im Jahr, wo wir uns mit so einem coolen Team treffen und wirklich das professionellste Team, das man sich vorstellen kann. Also es ist viel Gaude, aber wenn's zum Arbeiten ist und der Punkt da ist und die Gäste sind da, dann sind wir da. Und das ist einfach so schön, wenn man einfach so ein professionelles Team hat, das einfach so richtig anpacken kann und einfach nachher das auf den Punkt bringt. Tobias, danke, dass du dich hingesetzt hast, aber leider muss ich dich nochmal bitten aufzustehen, weil dein Arbeitsgerät ist eigentlich nicht ziemlich weit weg. Ja. Kannst du das bitte mal herholen und den Zusehern einmal vermitteln, was du da um 3-4 in der Früh überhaupt für einen Job hast? Ja, okay. Also das ist die Glocke, die ertönt wann? Wie viel Brummel? Nein, da geht es nicht um Brummel oder sonst irgendwas. Ja. Da geht es darum, dass. Aber stellst bitte neben dir hin, dass die Zuschauer das. Schaut. Sehen die das? Ist das an? Es ist nein, so. Ja, da so ist es noch besser, ja. Ich bin nebenberuflich Kur. Und deswegen um 4 in der Früh geht's los. Da muss ich da musst du mal auf die Weide. Auf die Weide aussehen. Und da muss ich natürlich die anderen schon sagen, wo es lang geht. Ne? Okay. Deswegen brauche ich da große Glocken. Das hast du jetzt zugesagt, gell? Du bist ja nicht nur Glöckner von Lacta Lodge, sondern auch. Also, ich bin auch hauptberuflich, also ja, eigentlich dann nebenberuflich. Ne? Hauptberuflich bin ich schon Kur. bin ich der Glühweinmeister. Ja. Ja. Irgendwer muss sich auch um die Kulinarik da kümmern und dafür bin ich verantwortlich. Ja. Und das ich muss sagen, mit vollem Herz und voller Soul. Ich sag dir eins, es sind natürlich lauter Profis da. Aber ohne Glühwein kommt keine Weihnachtsstimmung auf. So ist es. Und mit einem Glühwein, da kommt man einfach ins Gespräch, oder? Genau, so ist es. Und deshalb ist es auch nicht nur eine nebenberufliche Tätigkeit. Ich glaube, das ist was ganz was Wichtiges. Und ohne die hätte man da, glaube ich, um die Hälfte weniger Spaß gehabt. Nicht nur, weil du um 3 weniger Glühwein.
das auch. Das wird, nein, das geht wieder nicht, weil du hast ja die Hälfte selber gesoffen. Also, von dem her gleicht sich das ganze Spiel wieder aus. Ne? Prost! Ciao! Geh mit der Glocke runter! Bitte nehmen Sie Platz, mein Junge. Hallo, Herr Russ. Mein Junge Herr. Wie schaut die Frisur aus? Geht das? Die Frisur sitzt. Was? Suche Mann mit Pferdeschwanzfrisur, egal. Sorry, ich hab den bringen müssen, obwohl du kannst. Passt schon. Ein bisschen Spaß, verstehe ich schon, gell? Stoffi, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, dass so ein junger, gut aussehender Knabe die ganze Zeit hinter der Kamera ist und nicht davor. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber. Aber es ist so, ne? Anscheinend habe ich keine Talente, damit ich vor der Kamera sein kann. Nein, aber dein Talent, also alle Bewegungen. Sobald da ein bisschen ein Movement drinnen ist, das weißt du, oder? Sowieso. Was glaubst du, was interessiert den Leuten daheim? Warum schauen die dir jetzt? Ich bin Single, das kann man immer sagen, oder? Das ist meine Kamera, gell? Scheiße, wieso weiß ich das nicht? Das ist dein Cam? Nein. Du hast jetzt, in wie viele Sekunden brauchst du, dass du einen guten. 10 Sekunden zum Überzeugen. Ich soll runter von 5 auf 1. Aber da bin ich echt jetzt wirklich zu unspontan. Na komm. 5, 4, 3, 2, 1. Ich find's gut. Also, ich find's wen gut. Wen habe ich abgeholt? Schau mal. Vielleicht ja. Hat's funktioniert. Zack, du bist drinnen im Bild. Wir haben dieses. Der lacht nicht aus. Wir haben dieses Jahr, wir haben Intros, wir haben Special Effects, wir haben. Wenn ich das anschaue, glaube ich eigentlich, das ist eine internationale Serie. Und dabei gibst du eigentlich an, der sich das ganze Material, was wir da so aufnehmen, durchschaut, sie zubesetzt, sie was dabei denkt und das dann quasi so hinschnippelt und macht. Und das bist du. Und da muss ich mal sagen, jetzt spielt der Markus dann im Video bis sich selber noch Frau sein. Traumhaft. Nein, es ist wirklich unglaublich. Ich muss einmal Danke sagen vor der Kamera. Das ja, es ist natürlich ein weiter Weg, bis es einmal dahin kommt. Also es ist natürlich schon das ganze Team, was das auf die Beine stellt. Du sagst das. Wir haben da 10 Betten und wir müssen uns natürlich mehr oder weniger auch die Betten teilen mit jemandem. Und du hast da einen ganz besonderen Typ drinnen. Du hast den Kuhglockenmann. Ja. Wie haltest du das aus, wenn der um 4 Uhr auf die Weide muss? Ja, dann habe ich das Bett für mich allein. Ja, das stimmt allerdings. Du hast sicher eine Freundin, oder? Oh! Aber bist du ein Kuscheltyp? Nein. Kuschelst gern? Gar nicht. Gar nicht, gell? Also du lässt gar keinen zu, gell? Nein. Eieieiei. Wenn wir jemanden einladen könnten und uns frei wählen können, wenn wir nächstes Jahr da bei der X-Men Season auf den Platz da hinsetzen. Wer würde es sein? Wen willst du da sehen? Du stellst mir eine Frage, die du eigentlich schon weißt. Ja, aber ich meine es nicht, du musst etwas. Ja, aber was glaubst du? Wenn du das richtig hast, kriegst du ein Kistenbier. Okay, das heißt, wir müssen schauen, dass wir einen Shawn Mendes nächstes Jahr daherkriegen. Ja. Du hast die Latte natürlich eh nicht so hoch, gleich muss man sagen. Es gibt natürlich weitaus größere wie Shawn Mendes. Viel fallen mir jetzt zwar nicht ein, aber wir werden natürlich alles versuchen, dass wir jemanden in dem Format irgendwann einmal da sitzen haben. Ja. Aber dann muss ich dir wirklich sagen, da weiß ich nicht mehr, ob wir die noch nehmen. Wer? Ob du das dann noch... Na, wer hat gefragt? Wer? Jetzt, der schießt nur mehr aus. Was? Ja, das war's.